Das Fick. DSB Domini. Vertritt das Zuchtland Bayern. Dieser Hengst stammt ab vom Diamond Hit, die Mutter von Purpleisier, aus der Zuchtstätte Else Hermine. Schnell nun im Besitz der Dressurpferde, das Leistungszentrum Lotzbergen und die Schwedin Theresa Hilzhagen von Reitsportclub Osnabrücker Land präsentiert DSB Domini. Thank you.
DSB Domini und Therese Nilshagen. Verehrtes Publikum, das Richtergremium war völlig Ihrer Meinung. Wenn ich Ihre Meinung mal aus der Lautstärke des Applauses ableiten soll, der Trab dieses Pferdes hat ein hohes Maß an Elastizität, an Gleichmaß kaum zu übertreffen. Was insbesondere imponiert, ist das deutliche Überfußen, also der Raumgriff im Mitteltrab, schön bergauf, in gleichmäßiger Balance, mit guter Schulterfreiheit und eben mit deutlich gesteigertem Raumgriff gegenüber dem Arbeitstrab. Dazu kommt die erkennbare Bereitschaft des Pferdes, sich versammeln zu lassen, Kadenz zu entwickeln, 9,0 für den Trab. Der Schritt sehr taktsicher, gut durch den Körper gehend, gelassenes und dennoch fleißiges Schreiten. Ganz kleiner Wermutstropfen war die Tatsache, dass die Aufgabe nun einmal verlangt, dass die Zügel aus der Hand kauen gelassen werden. Hier hatte die Reiterin nur den kleinen Versuch unternommen und abgelenkt, wie der Hengst dann war, gelang das nicht so optimal, sich vorwärts, abwärts zu dehnen, sodass diese Anforderung im Grunde genommen nicht voll erfüllt war, ohne dass darunter allerdings die Qualität der Grundgangart litt. 8,5 für den Schritt. Der Galopp in ganz sicherem Dreitakt, im gleichen Maße an Elastizität wie schon der Trab. Und zudem kommt die Gleichmäßigkeit der Frequenz der Galoppsprünge in der Verstärkung im Mittelgalopp, der gleiche Rhythmus wie in der Versammlung, wie im Arbeitsgalopp. Wunderbar bergauf, ganz durchgehend, hochelastisch mit gutem Untersprung und deutlich erkennbarer Versammlungsbereitschaft. Das war dem Richtergremium eine 9,5 wert. Pferd wird in einer gleichmäßig guten Anlehnung vorgestellt. Wenn man was kritisieren will, dann muss man da schon lange suchen. Allein in der einen Volte war das Pferd im Genick leicht verworfen. Aber das wird allemal ausgeglichen durch sehr geschmeidige, sehr durchlässige, einfache Wechsel, die Konzentration des Pferdes auf die Reiterhilfen, die Losgelassenheit in Kombination mit Ausdruck und Bergauftendenz, 9,0 für die Durchlässigkeit. Und bei so viel Positivem gab es auch hinsichtlich des Erfüllens der Skala der Ausbildung nicht viel auszusetzen, so gut wie gar nichts. Auch hierfür ein sehr gut 9,0 die Gesamtnote und der Gesamteindruck ebenso bewertet. Aus dem Publikum gab es eine 8,5.